Es gab einen Mann, der vom Islam hörte und zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam ging, um den Islam anzunehmen. Ich bin gekommen, um zu bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass du der Gesandte Allahs bist. So sprach er die Shahada und wurde Muslim. Kurze Zeit später, nachdem dieser Mann den Islam angenommen hatte, ertönte der Aufruf zum Dschihad gegen die Mushrikin. Dieser Mann, der vor wenigen Minuten den Islam angenommen hatte, hat sich direkt bereit erklärt, mit den Muslimen in den Kampf zu ziehen. Doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Der Dschihad ist für dich noch keine Pflicht. Lerne erstmal den Islam. Dieser Mann sagte: Ja, Rasulullah, ich habe nicht den Islam angenommen, um zuzusehen, wie meine Brüder und Schwestern getötet werden, während ich dabei einfach zusehe. Ich möchte die Pfeile abhalten, sodass diese meinen Nacken treffen und von vorne wieder rauszeigen. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Entschlossenheit, seinen Mut, seinen Willen, seine Liebe zu diesem Dien und seine Opferbereitschaft gesehen hat, nahm er ihn mit. Sie machten sich also auf zu dieser Schlacht und waren am Ende siegreich. Nach diesem Kampf schaute der Prophet sallallahu alaihi wasallam nach Überlebenden. Und wen sah er da? Er sah diesen tapferen Mann, der vor wenigen Stunden den Islam angenommen hatte. Der Prophet alaihi salatu wasallam sah ihn an und er lag genau so, wie er sich das gewünscht hatte. Die Pfeile trafen seinen Nacken und kamen vorne wieder raus. Allah subhanahu wa ta'ala gab ihm genau das, was er sich zuvor gewünscht hatte. Und dann sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam: Großartig, großartig! Ein Mann, der die höchste Stufe des Paradieses erreicht hat, ohne sich auch nur einmal vor Allah niedergeworfen zu haben. Meine lieben Geschwister, Al-Firdaus al-A'la ist jene Stufe, die nicht jeder Mensch erreichen kann. Es ist vor allem die Stufe der Propheten und der Märtyrer. Es ist die Stufe von Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali radiallahu anhum und ihresgleichen. Dieser Mann war bereit, alles was er hatte für den Islam zu opfern. Und das war eine gängige Einstellung der besten Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie nahmen den Islam an und begriffen schnell, worum es im Leben geht, nämlich um das Erreichen des Paradieses, um das Erreichen des Wohlgefallen Allahs. Er erreichte die höchste Stufe des Paradieses, ohne dass seine Stirn den Boden berührt hat. Im Islam geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität unserer Handlungen. Es kann sein, dass dich eine einzige Handlung ins Paradies bringt. Wir müssen nicht Bänder von Büchern auswendig lernen, um erst dann die Handlung zu setzen, sondern lerne etwas und setze es direkt um. So wie der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Der Beste unter euch ist derjenige, der den Koran lernt und weiterlehrt. Was sind wir bereit zu opfern, wenn es um das Paradies geht? Ist das unsere Arbeit, unser Geld, unser Auto, unsere Zeit? Sind wir bereit, diese Dinge für den Islam zu opfern, wenn die Situation es von uns erfordert? Oder hast du eine so große Liebe zu dieser Dunya? Gewaltige Ereignisse in der Menschheitsgeschichte wurden immer von gewaltiger Opferbereitschaft begleitet. Das liegt in der Natur der Sache. Du willst Großes erreichen, also musst du auch bereit sein, Großartiges dafür zu leisten. In der westlichen Welt waren es drei Ereignisse, welche die Welt verändert haben. Es war die Französische Revolution von 1789, die Russische Revolution von 1917 und die Chinesische Revolution von 1949. Diese Menschen, die eine Veränderung angestrebt haben, waren bereit, alles für ihre Ziele zu opfern. Diese Revolutionen kosteten Menschenleben, Blut und Vermögen. Doch das war der Preis, den sie bereit waren, dafür zu zahlen. Per Definition bedeutet Opfern, den Verlust einer Sache, die man liebt, für eine andere Sache aufzugeben. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, mach dir Gedanken darüber, mit welcher Tat du das Paradies erreichen möchtest. Was denkst du, mit welcher Tat hast du das Paradies verdient? Sei ehrlich zu dir selbst. Denkst du, du hast das Paradies in dem Zustand, in dem du dich jetzt gerade befindest, verdient? Wenn die Antwort Nein lauten sollte, dann frage dich,
was will ich ab heute in meinem Leben ändern? An meiner Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala ändern, um das Paradies zu erreichen.